Was ein Feuerball, Junge! Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum dritten GTA San Andreas Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, heute mal hier im New Kids-Style oder was, Alter? Was ein verrückter Feuerball, Junge! Alles klar, Freunde, heute geht's weiter mit CJ, dem Afro-Flocken-Joe. Und ich muss einfach wieder sagen, die zweite Folge kam so krass bei euch an. 14.000 Likes, also eure Bewertung ist einfach nur überragend. Dankeschön für dieses Feedback. Und ja, in der letzten Folge haben viele Leute geschrieben, ja, nee, benutzt auf keinen Fall Cheats oder so. Und habt ihr auch recht, ich werde keine Cheats benutzen. Vielleicht mache ich mal ab und zu so eine Spaßfolge, wo ich dann 6 Sterne Polizei mache und dann versuche, von denen zu entkommen oder sowas. Also da werden uns schon was Cooles einfallen lassen, Freunde. Dann stand noch in den Kommentaren, ja, macht doch mal Dings. Okay, wir werden jetzt gerade angerufen, hört mal zu. Wer ruft denn da an, Alter? Holt erst mal den Taschenrechner raus! Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Die Drecksäcke. Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Alter, der sieht ja aus wie Tupac hier. Ey, guck mal, der rechts neben mir, alle drei sehen aus wie Tupac vom Gesicht, oder? Sag mal ehrlich. Was geht denn hier ab? Wir sind ja nur Rapper im Spiel unterwegs. Guck mal, CJ, voller Stock, hängt da einfach dazwischen solchen zwei Kanten. Ey, das sind meine Bodyguards. Jungs, was geht bei euch, Alter? Alles klar? Laufen die einfach hier im Block mit Knarre rum, Alter. Das ist richtiges Ghetto-Feeling hier. Ja, Freunde, was mir noch viele in die Kommentare geschrieben haben, dass wir auf jeden Fall hier aus CJ quasi den, ja, den dunkelhäutigen El Rille machen sollen. Und jetzt ist das nicht rassistisch gemeint oder so, haben ja auch die Leute in die Kommentare geschrieben. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, dem ein paar Tattoos zu geben, den ein bisschen breiter zu machen, mit ihm ins Fitnessstudio zu gehen. Da gibt es ja, glaube ich, einen Cheat, dass der dann überall 100 hat, aber ich glaube, es ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt einfach einen Cheat eingeben und hat er direkt volle Muskeln, volle Energie und so. Das können wir, glaube ich, alles schön selbst manuell machen. Und hier haben wir auch schon direkt unsere nächste Mission, die ist nämlich bei S, bei Sweet. Und da werden wir jetzt auch direkt weitermachen heute. Und ich werde die Folge versuchen, über eine halbe Stunde zu halten heute, also circa eine halbe Stunde statt 20 Minuten. Das haben auch sehr viel in die Kommentare geschrieben. Und guck mal, was das hier für eine Mission ist. Cleaning the hood. Cleaning the hood. Ah, bitches gonna rock. Bitches gonna hoe. Okay, DMX am Start. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh, no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle, sweet. Them marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah. Yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We got to keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? Der CJ ist mal ein durch. But him and homeboy Bear, they be good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Weil die haben so eine geile Stimme, Alter. Diese typischen amerikanischen Rapper-Stimme irgendwie, hey, voll geil. Is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Ja, das kann immer was werden. Hier, guck mal, Ryder mit Baseballschläger. Falls Ryder in einen Kampf verwickelt wird, drücke nach oben, wenn du zu Fuß bist, um ihn wieder auf deine Straße zu rufen. One of the families ain't up on it. Apart from smoke, sweet, and you know yours truly. Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blow. For sure. Boah, dieses Autofahren hier. Mit Viereck rückwärts fahren, mit X Gas geben. Ey, das ist so ungewohnt, wenn man Need for Speed 2 Tage vorher gespielt hat. So, jetzt sind wir auch direkt angekommen in deren Block. Jetzt geht's hier ab, Alter. Jetzt geht die Post ab. Junge, Junge, ich hab mal wieder hier voll lustig gekleidet, Alter. New Kids on the Block in der Stadt, oder was? Hey, slow down, fool. You don't even know what store it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this. Der zieht immer noch einen durch, man, der Ryder. Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Ist das gerade dein Ernst, Mann? Ich hole dir gleich auf die Fresse. Was ist das denn für einer? Kostet für eine Nase hat? Big Bear. I give a fuck about it smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man.
Alter, was ist denn los mit dem? Beer, come on! Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk! Ey, nigga, fuck you! Wie die sich am Beleidigen sind, ne? Du kannst mich mal auf Deutsch und auf Amerikanisch heißt das, ey, fuck you! It's just fucked up. I see what you mean now, man. If Crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us then. Ay, alles hier nur die Drogenjunkies. Geh den Crack Dealer zusammenschlagen. Okay, müssen wir zusammenschlagen gehen. Ryder, was macht der da? Rennt, habt ihr den gesehen? Rennt er einfach da am Auto so lang, ey. Geile Scheiße, Alter. Das Spiel ist, ey. Ich feier das ohne Ende, Mann. Ihr feiert's auch. Ihr habt mir so viele Leute unter die Kommentare geschrieben. Ich feiere es genauso wie ihr, Alter. Das ist einfach abnormal geil, Mann. Ein paar feiern es natürlich nicht, ist kein Problem. Aber diejenigen, die das feiern, das macht übertrieben. Den Crack Dealer zusammenschlagen. Das, was macht denn der Groove Street, hä? Warte mal. Wie kann man die Waffe wechseln? Okay, ich habe jetzt schon die Fäuste. Wie zieht man nochmal? Alter? Ich habe schon fast vergessen. Ey, warte mal. Ah, oder? Warte. Hey, partner, I'm working, man. What you need, dog? Scheiße! Scheiße, ich spray den an! Ich spray den einfach an, Alter! Ich vergifte den damit! Was ist das denn? Scheiße, Alter! Alter, während du einen Gegner anvisierst, drücke Dreieck, um eine Spezialattacke zu machen. Ah, okay, mit Dreieck machen wir Spezialattacken. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Boah, tritt dem voll in die Fresse. Hey, bam! Greif dir den Schläger da drüben. Du musst zur Bude des Dealers. Alles klar, gehen wir mal zu der Bude des Dealers. Der wohnt ja nicht weit, können wir eigentlich rennen, oder? Alter, guck mal hier, überall die Gangs auf den Straßen. Die chillen einfach auf der Straße. Guck mal da rechts. Das ist typisch San Andreas-Feeling. Alle auf der Straße hier am Chillen, ey. Ey, will der mich jetzt rausziehen? Ey, will mich rausziehen? Verpiss dich! Ich hab einfach sein Auto geklaut. So, hier. Wee! Man, you can smell a crack den a mile away. Mile away? Let's shoot through and introduce ourselves. Na, wir gehen mal rein, stellen uns vor, wechseln erstmal unsere Waffe hier, den Baseballschläger. Gibt's hier Bomben, Alter. Crackhöhle! Steht einfach Crackhöhle unten rechts. Ort Crackhöhle. Good afternoon, baller dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Alter, guckt euch das mal hier an, Mann. Oha. Oh, jetzt geht's los, Alter. Schlägerei, oder was? Schlägerei, gib ihm eine Bombe. Scheiße, Alter. Geh den Crackdealer zusammenschlagen. Da ist der Crackdealer. Der will abhauen. Komm her. Bam. 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 Hau ihn drauf, Junge. Mit dem Basie, Alter. Zieh den Basie über den Kopf. Mit der Plazy. Und dem Basie. Hä, da liegst du jetzt auf dem Boden, hä? Wo ist er? Wo ist der? Wo ist denn Ryder? Kommt, der boxt dich noch hier mit dem? Ja, da ist er nicht am Boxen. Oha, da ist noch einer. Der will flüchten. Hätte auch einen Baseballschläger. Pass auf, CJ. Gib ihm eine Bombe. Schön sauber. Hau drauf. Alter, richtige Schlägerei hier, Mann. Tritt auf ihn drauf. Sauber, Alter. Bam, bleib auf dem Boden. Zack, Junge. Der Pisser ist verreckt, Mann. Fahr zurück zu Sweets Bude. Da haben wir mal kurz hier ein bisschen die Gang gereinigt. Die Crackdealer alle zusammengeschlagen. So muss das sein hier. Das Viertel muss erstmal unter Kontrolle gebracht werden. Also ist so ein ewiger Krieg, Freunde, wer es noch nicht mitbekommen hat, zwischen den Ballas und den Leuten aus der Groove Street. Das hier sind Leute von den Ballas. Hier links. Guck, wir wollen uns direkt überfahren, verpisst euch, hier. Die übernehmen wir direkt mit, Alter, die fahren wir direkt um. Die ganzen Pisser, Alter, hier, kriegt ihr den hier? Die kleinen Pisser, jetzt seid ihr locker tot, ne? Ey, die überleben ja alles, Alter! Ich überfahre die 20 Mal und, ey. So, alle sind tot, optimal. So, jetzt fahren wir erstmal zurück zur Groove Street, bis gleich. So, und da sind wir auch schon direkt. Es ist so geil, wie sich die Autos anhören. Ain't getting pushed up in their faces. Maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now for sure though. Later, homie. Die Grooves sind wieder entkommen, Alter. Boah. Immer wenn die Musik kommt, halte ich komplett meine Schnauze, Freunde. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Mission. Wir können ja mal bei der nächsten oder übernächsten Folge einfach mal hier ins Fitnessstudio gehen, in den Tattoo-Laden. Wir müssen noch ein bisschen Geld sammeln. Ihr könnt ja oben rechts sehen, wir haben $624. Und ich will das Spiel wirklich so machen. Ich muss wirklich gestehen, Freunde, ich habe GTA San Andreas damals zweimal durchgespielt und beide Male mit Cheats. Weil ohne Cheats war ich damals nicht fähig gewesen, das Spiel durchzuspielen, weil das war einfach so schwer für mich. Aber ich denke, jetzt, da ich ein bisschen reifer geworden bin, älter geworden bin, könnte das auch ohne Cheats hinhauen. Und wir müssen
müssen unser Bestes einfach mal geben und gucken, wie das hier alles so klappt. Und ja, Freunde, würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Mission hier bei Sweet, Alter. Drive-Thru. Okay, das heißt dann hier, Drive-By schießt aus dem Fenster. Respect has to be earned, Sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. Boah. Die boxen sich gleich. Das sind die Besten, Alter. I know, I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I could eat. What you fools trying to eat? What about some tacos? Tacos? Again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Chicken, Chicken, Alter. Guck, die sind alle auf Chicken hinaus, Alter. Ey, Junge, wie Alberto. Alter. Steig in das Auto, guck mal, mit den Jungs zu viert unterwegs. Und dann war schon direkt eine Latina. Hup mal, ey. Baby. Ist das dein Ernst? Komm mal rein, wir bumsen dich. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green saber doing the work. Then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half a Santos you talking about. Yeah, you right, my bad. Hey, bruh. They had sprayed the house. I ain't see shit. Krass, Alter. Die Mutter ist einfach ums Leben gekommen. Das ist so krass, ne, von CJ. So, es ist so schwierig, gleichzeitig zu fahren und da unten mitzulesen. Ich hoffe, ihr lest euch das mit, Freunde, weil das ist wichtig, da alles mitzubekommen, damit ihr auch die Story alles versteht und so. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier beim Chickenladen. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Was? Hey, I'll take a number 9. Fat boy. Drive-by, Alter, das beste Foto. Ich nehme auch Nummer 9. Bestimmt KFC, Alter. Zweimal Nummer 9. Einmal Nummer 9 groß. Einmal Nummer 6 mit extra Dip. Einmal Nummer 7. Bester Mann, Alter. Einmal ist das dein Ernst, Mann? Das ist der heftigste, der Big Smoke, Mann. Ohne Witz. Der gönnt sich einfach richtig. Sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Ah ja, die arme Mutter ist einfach gestorben und CJ weiß gar nicht so richtig, wie es passiert ist, Alter. Das ist halt dieses typische Gangleben, ey. Von einem bis zum anderen Tag ist die Mutter hey, don't we got beef been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh shit. Trash da, lecker essen, Alter. Ich krieg jetzt auch voll Hunger, Mann. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you oha, wer kommt denn da? Shit, the motherfuckers headed to the hood. Ach du Scheiße, die fahren zur Groove Street. Ein Drive-By, ach du Kacke, Mann, die wollen uns jetzt aus dem Kugel. Nimm dir das Gang-Auto vor, ehe sie deine Homies erledigen. Ach du Scheiße. Komm, ey, ey, wir müssten die jetzt stoppen, Alter, komm her. Bam, Junge. Können wir auch schießen? Nein, wir haben keine Waffe. Scheiße, scheiße, und jetzt müssen wir... Oh Gott, Alter, das Fahren... Wir dürfen nicht ankommen, Freunde, komm jetzt durch die Rammwerte von der Seite. Hier, Arm, Alter, hier, kommt her. Jungs, schießt mal drauf, Alter, hallo. Baller drauf. Hör auf zu der Big Smoke ist einfach am Essen, obwohl hier richtig der Krieg abgeht, Alter. Ist da einfach... Warte mal, ey, wir müssen die aufhalten, Mann. Komm, komm. So, guck mal, ob die Polizei ist direkt vor mir. Ich bumse die jetzt. Oh, ne, der fährt rückwärts. So schlau sind die hier schon. Oh, shit, die sind schon hier so schlau. Eieiei, ab ins Auto. Ab ins Auto, ich Idiot. Ich hab gedacht, die Engine wäre damals noch nicht so gut gewesen. Alter, die sind ja sogar so schlau und sind zurückgefahren, Mann. Oh. Ihr dürft nicht zur Groove Street kommen, die Groove Street ist doch schon jetzt hier. Zieh durch, Mann. Boah, jetzt muss ich die voll rammen, bitte fahrt links. Ah, die Karre ist so ein Müll, Mann. Die Karre ist so ein Müll. Und die fahren natürlich wie die Profis. Verpiss dich doch mal, du Missgeburt. Ey, wie mich das gerade abfuckt. Zieh durch, Mann, CJ. Ey, ich flipp gleich aus, Mann. Die sind gleich an der Groove Street. Nein, Alter. Ey, die sind gleich da, die sind, ja. Wir sind jetzt da. Super. Jetzt Mission fehlgeschlagen, oder was? Hier. Oha, deren Auto brennt optimal. Jetzt geht's los mit der Basie, Alter. Mit der Basie. Bam, Junge, komm her. Dürfen uns nicht abballern. Steig wieder ins Auto. Was für ein... Oha. Unser Leben, Mann. Scheiße. Die ballern auf uns. Wir sind gleich tot. Steig wieder ins Auto. Schnell, schnell, schnell. Guck mal, unser Leben, Alter. Ich nehme erstmal seine Waffe hier auf. Alter. Nur noch... Guck mal, unser Leben. Eieiei, Alter. War das krass. Junge! That's one up for the grow. Say what, Smoke?
All you managed to do was eat my damn food. War mein Essen auch noch runterzuschlingen. Oh, die Feuerwehr. Geil, die Feuerwehr. No, baby, I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Junge, Junge, müssen wir in Big Smoke nach Hause fahren, Alter. Junge, hier geht ja direkt die Action. Ich finde jetzt schon die Mission geiler als bei GTA 5. Das ist einfach dieser San Andreas-Style, Alter. Fahr Smoke zu seiner Bude. Alles klar, Freunde. Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, homie. What? Nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my heart. Shit, I mean, it's a nice place and all. But the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Der ist einfach weggezogen aus der Grove Street. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Ja, das stimmt. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Leiste dir eine Tüte oder entspann dich, Alter. Leiste dir eine Tüte, Alter. Schön smoke weed every day. Alter. Ja, Freunde, und guckt euch mal oben rechts unser Leben an. Ich werde jetzt nicht hier einfach die Tasten kombinieren. Mal gucken, ob ich die Cheats noch weiß. Warte mal, lass mich einmal bitte probieren. Warte, wie geht das? Warte, wie gingen die Cheats nochmal? Moment. Nein, Mann. Die ging noch irgendwie so. Scheiße, ich ändere nur den Radiosender. Ach, ich weiß es nicht mehr, Freunde. Das ist schon... Ey, guck mal. Das ist schon 11 Jahre her und ich habe ungefähr noch die Kombination raus. Ich weiß nur noch R1, R2... Dann den Analogstick nach links, rechts. Ach, keine Ahnung, Alter. Das ist so schwierig. Eine Mission werden wir auf jeden Fall noch machen. Und ich werde jetzt keine Cheats eingeben, Freunde. Und unser Leben wird so bleiben, Alter. Ganz ehrlich. Ich werde jetzt nicht cheaten oder so. Wir können höchstens irgendwo was essen gehen, damit sich unser Leben wieder auflädt. Ich glaube, das geht auch, ne? Wenn wir essen gehen, dass unser Leben auflädt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich erstmal kurz in der Imbissbude wieder. Dann essen wir was, stärken uns ein bisschen. Und dann treffen wir uns hier bei der nächsten Mission wieder. Bis gleich. Aber das ist eine geile Nutte, Alter. Oh mein Gott, Alter. Komm her. Der hat ihren Latina. Guck mal, der Latina-Lover. Der sieht, es ist CJ und winkt auch direkt. Und jetzt haut der ab, Alter. Was ne Muschi, Alter. Was machen die denn da? Warum hauen die denn ab? Das ist so lustig, Alter. So, jetzt fahren wir erstmal schön was Leckeres essen. Bis gleich. Oh, da wollte ich gerade was essen geben. Wir werden angerufen. Mal gucken, wer anruft. Überfährt er den? Hey, CJ, it's Sweet. Sweet? Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanna nagging... I buy a clockwork wife. Check it out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. This is a gym I go to a couple blocks out from the grove. Fitnessstudio. Ich gehe da regelmäßig hin. Go check it out, get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Leave me alone, you little freak. Ey, was rammt denn mein Auto einfach, Mann? Was denn jetzt passiert? Hä? Wenn du deine Kondition verbessern und dir mehr Muskeln zulegen willst oder wenn du dir neue Tricks lernen willst, geh ins Fitnessstudio, begib dich zu dem Hantelsymbol auf dem Radar und sieh dir das Fitnesscenter an. Ja, das werden wir auf jeden Fall zu 100% in der nächsten Folge machen, Freunde. Ich werde jetzt erstmal schön, wie gesagt, was essen gehen und dann werden wir hier die nächste Mission machen. Bis gleich. Oh, das ist ein KFC, so muss es sein. Oh, eine 11er Snackbox. Ne, das ist mir zu wenig, Alter. Wir gehen direkt nach links und nehmen das teuerste, Mann. Nee, doch nicht so ein Salat, Alter. Ich gehe nicht zu KFC, um einen Salat zu essen. Hau mir mal was Vernünftiges auf den Tisch. Ja! Guck mal links, Alter. Wing! Links eine fette Hot Wings. Oh mein Gott, ich krieg grad so einen Hunger. Ihr auch, Freunde, auf diese KFC Hot Wings, Alter. Man könnte glatt denken, ich mache eine Produktplatzierung für KFC. Aber nein, es ist einfach nicht so. Boah, links eine fette Hot Wings Box, rechts den Smacker Burger. Oh, kaufen wir uns mal, Alter. Guck mal, unser Leben hat sich aufgeladen. Siehst du, ich komme mich noch erinnern. Wenn man was isst, dann lädt sich unser Leben auf. Und genauso werden wir das machen. Ich werde kein einziges Mal Cheats benutzen oder sonst irgendwas. Wir werden das immer schön so machen. Oder, ja, ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall die nächste Mission noch fertig. Oder sollen wir jetzt ins Fitnessstudio gehen? Was sagt ihr? Erstmal Fitnessstudio und dann die Folge beenden oder noch eine Mission und dann beenden? Ich würde sagen, gehen wir mal ins Fitnessstudio, Freunde, oder? Heute gehen wir mal ins Fitnessstudio und machen die nächste Mission bei S einfach beim nächsten Mal. Also ich denke mal, ihr wollt ein bisschen sehen, wie wir ins Fitnessstudio gehen, da trainieren. Alles klar, dann sehen wir uns gleich im Fitnessstudio wieder. Oh shit, oh shit, hier haben wir Leute aus der anderen Gang, Alter, da müssen wir schnell abhauen. Ey, was ist denn jetzt hier passiert, Mann? Guck mal, mein Auto steht immer noch vor der Türe, voll am Arsch. LKW-Fahrer, verpiss dich mal. Lass mich hier raus. Oh, das ist ein Gegner. Schnell weg hier. Jetzt gehen wir erstmal schön trainieren. Oh, oh, oh. So, Freunde, und hier beginnt eine lange und harte Reise, Freunde. Ich hoffe, das ist auch gleichzeitig für mich im echten Leben Motivation. Hier ist nämlich das Gym. Hier werden wir jetzt trainieren gehen und versuchen, CJ zu einer richtigen Kante zu machen. Das wird natürlich alles seine Zeit brauchen. Und wir können nicht hier direkt beim ersten Mal aus dem eine Kante machen. Das ist ja auch unrealistisch. So,
Wir sind auch schon direkt im Fitnessstudio. Ja, wo sind denn die ganzen Scheiße? Ist ja mehr Boxtraining als sonst was. Wir können auf jeden Fall hier mal boxen können hier. Was können wir noch machen? Wir können jetzt hier... Ah, wir gucken mal nach. Ah, hier gibt's schon mal eine Hantelbank und so. Okay, wir trainieren mal. Schau mal an, wie viel Kilo? 44 Kilo, ich würde sagen, wir fangen mit 10 an, Freunde, oder? Weil das andere ist einfach zu viel. So, CJ, Alter, er macht sich bereit. So, jetzt geht's los. Okay, warte mal. Um die Hanteln zu stemmen, drücke abwechselnd X und Kreis. Ach so. Kraft. Komm, 3, 4, 5. Boah. Aber wir müssen das abwechselnd drücken. Guck mal. Abwechselnd Kreis und X. Komm, Alter, das schaffst du, Alter. Muskeln aufgebaut. Du bist gut durchtrainiert. Weiter so, dann werden deine Attacken mehr Schaden anrichten. Natürlich, Alter. Wir werden auch einen heftigeren Body kriegen. Wiederholungen 12. Ich würde sagen, 20 Wiederholungen machen wir. Komm, komm, komm. Zieh durch. Hauptsache, da steht 10 Kilo. Und das sind locker auf der Handscheibe gerade 30 oder so. Scheiße, Alter. Komm, komm, komm. Muskeln plus. Seht ihr oben links? Muskeln plus. Sauber. Ich habe jetzt die Kamera unten rechts mal hingehauen. Weiter. Komm, okay, das reicht. 25 packst du noch. Komm, komm, komm. Zieh durch. Noch einen packst du. Perfekt. Oder wie viel schafft er? Vielleicht schafft er ja noch mehr. Komm, komm, komm. Ja, der schafft, glaube ich, unendlich viel, oder? Guck mal, ich muss einfach ganz schnell drücken. Sagen, komm, Freunde, ich lasse es einfach jetzt mal durch Muskeln aufgebaut. Du wirkst richtig muskulös. Okay, das reicht erstmal. Jetzt machen wir noch eine Runde hier Bankdrücken, würde ich sagen. Wir dürfen auch nicht zu viel trainieren. Oh, guck mal, sieht ja schon der Bizeps, wie groß der geworden ist. Das ist eine Runde Bankdrücken noch, oder? Was sagt ihr? So, Bankdrücken machen wir erstmal mit 30 Kilo, oder? Können wir machen, Alter, 30 Kilo sollte er wohl packen. Sogar ich im echten Leben schaffe 50. Mein Spaß, schaffe, glaube ich, noch mehr. Ich weiß aber nicht, wie viel. Okay, komm. Schön. Gerade die Hantel hoch. Gerade, Digga, gerade. Nicht schief. Genau so. Ich würde sagen, davon machen wir jetzt erstmal hier so 30 Wiederholungen, Freunde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Komm, CJ. 10 machen wir noch zusammen hier. Bam, Muskeln plus oben links. Sauber, Alter. Die Muskeln steigen und steigen. Für heute hast du dein Limit erreicht. Komm morgen wieder. Ach so. Ja, okay, das ist gut. Ich habe gedacht, man kann jetzt hier unendlich trainieren und ihn direkt an einem Tag zur Kante machen. Ja, das ist schon mal gut, Freunde. Das heißt, heute können wir nicht mehr trainieren. Eventuell können wir hier noch mal ein bisschen am Boxsack üben und gucken, was da so abgeht. Wir schauen einfach mal nach. So, ich guck mal, was es hier so gibt. Zack. Du willst ein paar neue Moves lernen. Um verneinend, um bejahend zu drücken nach rechts. Okay. Was? Mann, bist du peinlich. Leg dir erstmal ein paar Muskeln zu. Das heißt, wir können doch gar nicht boxen. Wir müssen erst mal... Um verneint. Man, you're an embarrassment. Get yourself some muscles first. Alter, Maul, guck mal. Der hat einfach genauso dünne Arme wie wir und meint, wir sollen uns Muskeln zulegen. Ich schwöre, ich könnte ihm jetzt erstmal so eine Bombe geben. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Vielleicht werden wir ja aus dem Gym dann rausgeworfen. Ich dachte, er gibt mir gleich eine Bombe. Warte mal, ey, das lass ich mir. Ey, Freunde, das können wir uns doch nicht gefallen lassen, oder? Okay, wir fahren erstmal noch ein bisschen Fahrrad, würde ich sagen. Für heute hast du genug trainiert. Komm morgen wieder. Ja, das ist geil, okay. Also, wir haben nur wirklich ein bestimmtes Limit erreicht und das haben wir heute auch gemacht. Also würde ich sagen, kriegt jetzt einfach auf die Fresse, Alter. Was denkt er, wer der ist? Meint er hier, ey, muss dir ein paar Muskeln zulegen. Hier, Schwanz lege ich mir zu. Komm, zeig doch mal deine Boxkünste her. Trotzdem hau ich dich K.O. Guck mal, der ist direkt weg vom Fenster. Kleine Muschi, Alter. Sollen die anderen auch direkt herkommen? Wo sind die? Ich steige jetzt auch direkt in den Ring und nehme die Box auseinander. Erstmal hier den Möchtegern-Trainer. Oh, shit. Da gibt uns, glaube ich, jetzt auch eine Bombe. Oh, da gibt uns wirklich eine Bombe. Bam, hau drauf. Schön, CJ. Zack, tritt drauf, Junge. Bam, Junge. Das ist auch schon direkt K.O. So, jetzt seid ihr dran, Jungs. Ja, da können wir nicht rein, scheiße. Oh doch, wir sind drin, Alter. Jetzt geht's los, CJ gegen 2, Alter. Der boxt die alle kaputt. Scheiße, Alter, jetzt kriegen wir auch auf die Fresse. Was geht hier ab, Mann? Oh. Scheiße, box die um, CJ. Komm, bam, bam, Junge. Bam, tritt ihm in die Fresse. Scheiße, einer kommt von hinten. Der eine liegt schon mal auf dem Boden. Bam, in die Fresse. Scheiße, Alter, was geht hier ab? Die haben ja richtig viel Ausdauer. Okay, das sind keine einfachen Boxer, Mann. Gegen die... Boah, beide ausgenockt mit einem Schlag. That's CJ. Junge. Kurz mal rasiert, ey. Ist das geil, ey. Hammer, geil. Ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen und dann sofort wieder reingehen, dann ist alles, wie es vorher war. Oder wie war das bei San Andreas? Ich weiß auch nicht mehr. Da waren auf jeden Fall ein paar so lustige Fehler. Mal gucken, ob die jetzt wieder da boxen und ob der Trainer da ist. Das wäre, glaube ich, echt lustig. Ja, guck, das meine ich, Freunde. Man geht raus und sobald man wieder drin ist, ist alles wieder beim Alten. Aber natürlich, Alter, das ist schon über 10 Jahre her, das Spiel. Da können ja auf sowas gar nicht achten, Alter. Das ist ja vollstes Verständnis. Ich finde das auch im Gegensatz dazu viel lustiger, Alter. Das macht einfach viel Spaß. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, was an dieser Stelle hier von unserem nächsten GTA San Andreas Let's Play. Die Folge ist jetzt ungefähr so 25 Minuten lang, denke ich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mir wieder selber einen Daumen nach oben träumen. Vielleicht schaffen wir wieder die 10.000 Likes. Würde mich unnormal freuen, Alter. Heute war wieder eine richtig geile Folge am Start. Und die kriege ich erstmal auch auf die Fresse, Alter. Du wolltest dich bumsen? Was? Kriegst du auf die Fresse? Mal gucken, ob die sich wehrt. Oha, die wehrt sich, Alter. Die Nutte wehrt sich, Alter. Die kämpft für ihr Geld. Guck mal, wie viel Geld die jetzt bei sich hat. Warte. Die ist tot.
Guck mal, da liegt schon ihr Geld, was sie heute angeschafft hat. Oh, $20 oder so waren's. Oh shit, da sind die Leute aus der anderen Gang. Mal gucken, wenn die uns sehen, ob die uns boxen wollen. Mal gespannt, Alter. Was ist los, hä? Da sind auf jeden Fall die aus der anderen Gang, mit denen darf man sich nicht anlegen, Freunde. Ich gehe lieber weg, Mann, bevor das hier noch komplett eskaliert. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, war es jetzt auch. Euer Öni ist raus. Würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ey, warum verfolgen die mich, Mann? Hallo? Verfolgen mich, oder? Die ballern auf mich! Auf einmal ballern die auf mich! Verpisst euch mal! Ich muss jetzt auf jeden Fall noch das Spiel speichern gehen und dann beenden wir heute die heutige Folge. Alles klar, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!